Ja, guten Morgen. Willkommen zum heutigen Statement der Freien Demokraten mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner und dem Generalsekretär Bijan Csirai. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute im Präsidium natürlich auch zur aktuellen Lage beraten. Dazu sage ich gleich noch was. Wir haben uns vor allen Dingen aber auch mit der Weiterentwicklung der medienpolitischen Programmatik der Freien Demokraten befasst. Wir sind ja Befürworter eines qualitätsvollen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sehen aber strukturellen Handlungsbedarf, auch ausgelöst ja aufgrund von aktuellen Vorgängen. Und den Beschluss würde mein Kollege Csirai jetzt kurz vorstellen, glaube ich. Ne? Ja. Meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben heute im Präsidium uns mit der Frage beschäftigt, wie ein moderner, leistungsfähiger und transparenter öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen könnte. Dazu haben wir 5 Reformvorschläge gemacht. Uns ging es bei dieser Debatte nicht um die Frage, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage zu stellen, sondern uns ging es um die Frage, um das Thema Transparenz und um das Thema Erneuerung, gerade in Zeiten, wo Polarisierung und Desinformation ja stark stattfinden. Gerade da ist es wichtig, vor allem auch hier ganz klar diese Reformvorschläge im Mittelpunkt der Debatte zu stellen. Punkt 1, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich aus unserer Sicht auf seinen Bildungs- und Informationsauftrag konzentrieren. Dazu gehören vor allem die Programmfelder Nachrichten, Kultur, Bildung und Dokumentation. Dazu gehören aber auch politisch neutrale und regional differenzierte Berichterstattung. Punkt 2, die Erhöhung der Rundfunkbeiträge wollen wir aussetzen. Nicht zuletzt durch mehr Kooperation der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender sehen wir großes Potenzial für Kosteneinsparungen. Drittens, wir regen eine Selbstverpflichtung zur Gehaltsdeckelung an für das Spitzenpersonal des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes. Kein Intendant soll mehr verdienen als der Bundeskanzler. Bei den Gehaltsstrukturen sollte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk an den Gehaltsstufen und Höhen der oberen Bundesbehörden orientieren. Viertens, die Kontrolle der Rundfunkanstalten muss deutlich gestärkt werden und durch anstaltsexterne, unabhängige Dritte erfolgen. Und fünftens, was besonders wichtig ist, die Verwaltungsstrukturen des Öffentlich-Rechtlichen müssen schlanker und effizienter gestaltet werden. Dazu sollten die ARD-Anstalten Synergien zwischen ihren jeweiligen Verwaltungen stärker nutzen und dort, wo es sinnvoll ist, dann auch zusammenlegen. Darüber hinaus kann auch die Digitalisierung hier einen starken Beitrag zu mehr Effizienz leisten. Grundsätzlich sollten sich die Verwaltungskosten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Rahmen branchenüblicher Standards bewegen. Im Bereich Verwaltungsstrukturen gibt es, wie Sie sehen, insgesamt sehr viel Potenzial für Effizienz und Optimierung. Ja, vielen Dank, Bijan. Soweit unser medienpolitischer Beschluss. Wir nehmen auch wahr, dass sehr viele Menschen Anteil nehmen an der Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich will das nochmal klar sagen, anders als etwa in Frankreich, wo ja der Rundfunkbeitrag vom Staat ausgesetzt worden ist, sind wir nicht der Auffassung, dass generell das Programmangebot der Öffentlich-Rechtlichen entbehrlich wäre. Ganz im Gegenteil, aber wir müssen alles tun, damit es schlanker ist, damit gerade auch in der Inflation die Interessen der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler erhalten bleiben und damit es fairen Wettbewerb auch gegenüber den privaten Medienunternehmen gibt. Vielen Dank, Bijan. Meine Damen und Herren, wir haben uns dann im Präsidium natürlich auch unterhalten über die aktuelle wirtschaftliche Lage infolge des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Es gibt eine wirtschaftliche Abkühlung, es gibt stark steigende Zinsen, es gibt physikalische Knappheiten in den Märkten. Die Menschen und die Betriebe sind in größter Sorge. Jetzt geht es darum, dass die Bundesregierung entschlossen Krisenmaßnahmen einleitet, damit unser Land ohne dauerhafte Strukturbrüche über die nächsten Monate kommt. Die FDP
ist bereit, ganz grundlegende Maßnahmen einzuleiten in dieser Krise, um wirtschaftliche Strukturbrüche zu verhindern und um auszuschließen, dass Menschen ihre Existenz verlieren. Hier muss nun jeder an die Grenze dessen gehen, was sie oder er politisch verantworten kann, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir sehen drei Punkte, die hierfür wichtig sind. Erstens, wir müssen alle Mengen und alle Kapazitäten, die wir haben, nutzen, um die Preise zu reduzieren. Das mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingespeicherte Gas muss umgehend auch wieder dem Markt zur Verfügung gestellt werden. Es müssen umgehend dort Signale gesendet werden, dass wir die Knappheiten auch durch die Nutzung des eingespeicherten Gases reduzieren. Alle Kapazitäten der Energieerzeugung mit Kohle und Kernenergie müssen ans Netz und auch während der Krise am Netz bleiben. Zusätzliche Belastungen für die Betriebe müssen jetzt ausgeschlossen sein. Es kann nicht angehen, dass wir auf der einen Seite über die Existenzsicherung sprechen und da Milliarden Euro im Raum stehen und auf der anderen Seite wird munter weiter bürokratisch belastet, wird weiter Dienst gemacht, als gäbe es keine Krise. Wir brauchen so etwas wie einen Bürokratiestopp. Wer Betriebe entlasten will, sollte damit anfangen, sie nicht zusätzlich zu belasten. Das wäre der erste Schritt. Also in unserer Vorstellung geht es jetzt darum, alle Mengen, alle Kapazitäten zu nutzen, um die physikalischen Knappheiten zu beseitigen und nicht zusätzliche Lasten den Unternehmen aufzutragen. Das Zweite ist, wir setzen uns für hohes Tempo bei den Arbeiten an einer Strompreisbremse und einer Gaspreisbremse innerhalb der Bundesregierung ein. Wir müssen jetzt sehr schnell auch außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um aufgrund dieser Krisensituation Belastungsspitzen auszuschließen. Wir haben ja gegenwärtig keine normale Marktsituation, sondern wir haben einen Markt, der durch besondere Knappheiten und Kriegseinflüsse bestimmt ist. Wir befinden uns in einem Energiekrieg mit Russland. Dieser Krieg ging nicht von uns aus, der Energiekrieg gegen die Europäische Union wurde von Russland begonnen. Und dementsprechend müssen auch unsere Maßnahmen sein im Sinne einer Strompreis- und einer Gaspreisbremse. Wir wollen innerhalb der Bundesregierung daran arbeiten, beide Instrumente schnell auf den Weg zu bringen. Ich sehe hier auch eine große Gemeinsamkeit, wenn ich an den Beschluss der Koalition von vor gut drei Wochen inzwischen erinnere, wo wir eine Strompreisbremse einerseits beschlossen haben und andererseits über die Gasexpertenkommission angekündigt haben, dass wir hier ebenfalls preissenkende Instrumente bearbeiten und auf den Weg bringen wollen. Hier müssen wir nun entschlossen gemeinsam Tempo machen. Drittens, es ist natürlich eine Aufgabe, dann auch der Bundesregierung eine Gaspreisbremse finanziell darzustellen. Das werden erhebliche Mittel sein. Dafür wird es auch Instrumente geben. Diese Instrumente müssen aus Sicht der Freien Demokraten aber verbunden werden mit dem ausdrücklichen Bekenntnis zur Schuldenbremse im Bundeshaushalt, so wie für den Haushalt 2023 vorgeschlagen. Was nicht möglich ist, ist auf der einen Seite während einer Inflation die Menschen auch mit finanziellen Mitteln zu entlasten und Preise zu drücken und auf der anderen Seite aber gleichzeitig so zu wirtschaften und Haushaltspolitik zu machen, als gäbe es nicht diese finanziellen Beschränkungen, vor denen wir stehen. Es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir langfristig stabile Staatsfinanzen behalten. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der wurde in der Forstwirtschaft erfunden, aber der ist in der Finanzwirtschaft genauso wichtig. Man darf nicht vergessen, die Schulden, die wir jetzt machen, das werden die Belastungen für die Steuerzahler schon morgen sein.
Wer also Steuererhöhungen im Laufe dieses Jahrzehnts, drastische Steuererhöhungen im Laufe dieses Jahrzehnts verhindern will, der muss jetzt bereits die Grundlage dafür legen, indem sorgsam mit dem öffentlichen Geld umgegangen wird. Wenn wir jetzt in der Krise uns über die Maßen immer weiter auf Verschuldung konzentrieren und nicht Alternativen suchen, dann werden wir binnen kurzer Zeit eine Politik mit dem Rotstift oder mit der Steuererhöhung erleben, weil sonst die Zinszahlungen für die Gegenwart nicht mehr zu leisten wären. Dazu darf es nicht kommen. Wir sind jetzt gemeinsam in der Verantwortung, diese Maßnahmen umzusetzen. Und wie ich schon sagte, ich sehe da großes Einvernehmen in der Koalition, was die Richtung angeht. Ich erhoffe mir das in gleicher Weise auch von der parlamentarischen Opposition im Deutschen Bundestag und auch von den Ländern, die ja ebenfalls eine große finanzpolitische Verantwortung tragen. Wenn der Bund bei Strom- und Gaspreisbremse vorangeht, dann wird das in der ganzen Breite in unserem Land entlasten, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Betriebe im Mittelstand und Handwerk, die Industrie, das entlastet Kultureinrichtungen, Sportvereine, soziale Einrichtungen, Krankenhäuser. Wenn der Bund durch Strom- und Gaspreisbremse in dieser Weise vorangeht, dann ist meine Hoffnung, dass die Länder dann das ihre beitragen, insbesondere bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger im Einzelnen mit den steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen, die ja ebenfalls auf den Weg gebracht sind. So viel von unserer Seite. Wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Als erstes Frau Höhne, bitte. Dankeschön. Ich wollte fragen, Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie an der Schuldenbremse auf jeden Fall festhalten möchten. Robert Habeck hatte letzte Woche im Bundestag gesagt, dass es dann 35 Milliarden Euro circa kosten würde, so eine Gaspreisbremse. Können Sie noch mal ausführen, was sehen Sie für Möglichkeiten, für Spielräume hier? Nein, darüber wird innerhalb der Bundesregierung beraten und ich bin zurückhaltend dabei, aus internen Meinungsbildungsprozessen öffentlich zu berichten. Aber ich kann Ihnen das Ziel angeben. Das Ziel heißt Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse. Es darf nicht, in anderen Worten, zu einem allgemeinen Dammbruch kommen. Ich kann es ganz offen sagen, würde die Schuldenbremse aufgehoben, dann würde mit Sicherheit nicht nur all das finanziert werden, was wir für die Krise brauchen, sondern dann kommen allgemeine politische Wünsche und Vorhaben mit dazu. Und das wäre der finanzpolitische Dammbruch. Und aus dem Grund halte ich an der Schuldenbremse fest, hält die FDP an der Schuldenbremse fest, weil wir wollen in der Krise keinen finanzpolitischen Dammbruch. Wir wollen in der Krise den Menschen helfen, aber wir wollen nicht die Schleusentore öffnen, um alle möglichen Vorhaben wünschenswert oder auch nur parteipolitische Vorhaben, auf Schulden zu finanzieren, weil man es gerade kann, wenn man die Ausnahme beschließt. Gerne, ja. Verstehe ich, aber dann muss ich doch nochmal nachfragen, welche Werkzeuge können Sie sich denn vorstellen? Also einfach, Sie müssen ja irgendwas im Kopf haben. Ich habe eine ganz präzise Vorstellung. Die nächste Frage von Herrn Polanski, bitte. Anschließend bitte. Ins Spiel gebracht ist ja ein Sondervermögen, das noch in diesem Jahr beschlossen werden könnte. Dann würde man ja theoretisch oder auch praktisch die Schuldenbremse 2023 dann einhalten können. Wäre das ein gangbarer Weg aus Ihrer Sicht? Also die Anleihe war ja das Sondervermögen Bundeswehr, als Herr Habeck das öffentlich gesagt hat, mit Grundgesetzänderung und so weiter. Das war ein Instrument, das ich ja vorgeschlagen habe, um eine langfristige Planungssicherheit für Investitionen zu erreichen, inklusive der Grundgesetzänderung. Wir sind jetzt in einer etwas anderen Situation. Jetzt geht es nicht um langfristige Investitionen, sondern es geht um kurzfristige Intervention. Nicht mit Investitionen, sondern mit Unterstützung, mit sozialen Maßnahmen. Insofern glaube ich, dass jede Aufgabe ihre Instrumente sucht. Nachfragen. In der Tat war es ja bei der Bundeswehr so, dass eine Grundgesetzänderung beschlossen wurde. Es wurde ja da reingeschrieben, es ist aber auch die Zweidrittelmehrheit mit der Union. Denkbar wäre ja trotzdem ein Sondervermögen aufzulegen mit einem einfachen Gesetz und dann entsprechende Aufgaben auch zu formulieren.
erscheint doch recht einfach eigentlich, diese Überlegung. Ich möchte mit Ihnen nicht über Instrumente spekulieren und verstehe Ihre Neugier, aber ich halte daran fest, dass ich öffentlich nicht einzelne Instrumente nenne, sondern Ihnen dann das präsentiere, auf was wir uns innerhalb der Bundesregierung verständigt haben. Ich halte nichts davon, über die gemeinsamen Ziele hinaus, Reduktion bei Strom- und Gaspreis, öffentlich ins Gespräch zu bringen, wie das gelingen könnte. Das ist nicht meine Arbeitsweise, sondern ich gebe Ihnen das Ziel an und das Instrument, wie das konkret umgesetzt wird, darüber werde ich berichten, wenn die Bundesregierung sich eine Meinung gebildet hat. So ist meine Arbeitsweise. Die nächste Frage von Herrn Kowalczyk, bitte. Nachdem Sie sich gegen die Gasumlage ausgesprochen haben, wird sie am 1. Oktober eingeführt oder nicht? Und Sie sprachen von einem hohen Tempo bei der Gaspreisbremse. Was bedeutet das? Wann könnte die vorgestellt werden? Zur Gasumlage kann ich mich nicht im Einzelnen äußern, sondern kann nur sagen, am Ende müssen niedrigere Gaspreise das Ergebnis sein. Das Ziel ist, wir werden am Ende niedrigere Gaspreise haben, im Sinne einer Gaspreisbremse. Und da werden wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, von Ausweitung von Kapazitäten wie Kernenergie, von Ausspeicherung von Gas, das wir haben, die europäischen Maßnahmen, die diskutiert werden, zum Beispiel gemeinsamer Gaseinkauf der Europäischen Union und gezielte Maßnahmen des deutschen Staates. Und am Ende soll die Belastungsspitze dieser Monate für die Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Betriebe gedämpft werden. Das ist das Ziel. Das war meine Antwort auf Ihre beiden Fragen. Gut, dann haben wir als nächstes Herrn Koch, bitte. Das heißt also, die prozessuale Frage, wie die jetzt das weitere Vorgehen ist, wann denn ungefähr diese Preisbremsen jeweils greifen, werden Sie wahrscheinlich genauso schmallippig beantworten. Deswegen zwei Verständnisfragen. Die jeweiligen Bremsen sind temporär gedacht? Fragezeichen. Und die nächste Frage ist dann nochmal, wie ist der Mechanismus jetzt von Ihnen gedacht, dass man das eingespeicherte Gas sofort rauslassen soll, um Preise zu drücken, wenn wir doch wissen, dass wir irgendwie durch den Winter kommen müssen? Droht Abhalt. Gegenwärtig ist der Markt enorm knapp und wir haben sehr volle Speicher. Und der Markt, der Markt nimmt ja zukünftige Entwicklungen vorweg. Januar, Februar, März, da werden jetzt schon Versorgungsfragen geklärt. Und wenn deutlich wird dem Markt, dass Gas auch aus den mit öffentlichem Geld gefüllten Speichern in den Markt zurückfließt, hat das heute bereits Auswirkungen auf die Preisbildung am Markt. Das ist auch vollkommen unstrittig. Das ist auch innerhalb der Bundesregierung bereits geplant. Ich sage nur, wir müssen rasch damit anfangen, solche Preissignale zu senden. Gibt es weitere Fragen, Frau Höhne? Gibt es denn Szenarien, in denen Sie die Schuldenbremse aussetzen würden? Oder ist es für Sie ein Dogma, an dem Sie festhalten? Es ist einfach unsere Verfassung. Und wir sind in der Inflation. Und während der Inflation empfiehlt sich, eine neutrale Fiskalpolitik zu machen, also Nachfrage und Konjunktur nicht zu stützen. Ich habe die Schuldenbremse dieses Jahr schon einmal ausgesetzt. Für mich ist das kein Dogma. Aber wir brauchen eine angemessene fiskalische Antwort auf die wirtschaftliche Lage, in der wir sind. Und ich habe einen Eid geschworen, Schaden von diesem Land abzuwenden. Das ist für mich keine parteipolitische Frage. Aber meine feste Überzeugung, auch wenn ich auf meinen Amtseid blicke, es kann nicht sinnvoll sein, während der Inflation die Geldschleusen mit Schulden zu öffnen. Man heizt die Inflation im Zweifel an. Gibt es weitere? Und ich mache nichts, wo ich sage, das gegen meine Überzeugung, gegen meinen Amtseid. Ich bin wirklich davon überzeugt, wenn wir jetzt einfach sagen, wir finanzieren alles, und alle Schleusen auf, dass wir großen ökonomischen Schaden anrichten würden. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, Frau Höhne hat noch eine. Entschuldigung. Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar die russischen Soldaten, die den
Kriegsdienst verweigern, also nicht zu russischen Soldaten werden. Wie blickt die FDP darauf? Wie sollten diese Menschen hier aufgenommen werden? Welche Sicherheitsprüfungen brauchen sie? Da hat der Kollege Buschmann in seiner Funktion als Justizminister ja auch schon was zu gesagt. Wir wissen, dass diesbezüglich ja auch unterschiedliche Auffassungen selbst innerhalb der Europäischen Union existieren, aber nichtdestotrotz unser Angebot besteht. Ich finde das in dieser Situation auch folgerichtig und vor allem unheimlich außerordentlich notwendig, Menschen zu unterstützen, die es vor allem wagen, in Russland aufzustehen und gegen dieses System Putin zu protestieren. Und jemand, der sagt, oder eine Person, die sagt, ich will mich nicht an der Mobilmachung beteiligen, auch das ist eine politische Aussage. Und das ist auch eine Aussage gegen Putin und gegen sein System gerichtet. Und diese Menschen haben unsere volle Unterstützung und Solidarität verdient. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit. Wiedersehen. Schönen Tag noch. Tschö.